Ja, wir sind hier im schönen Stettbacher Café und ich freue mich, dass ihr gekommen seid, Eva Maria Admiral und Annette Fliese. Es ist mir eine große Ehre, mit euch zu sprechen. Du, Eva Maria, hast ja schon deine Biografie veröffentlicht, Mein Überlebenskampf, dann auch das Buch Szenenwechsel, wo es auch um Vergebung geht oder wie man sein Leben neu schreiben kann. Du, Annette, bist ein bisschen Geburtshelferin auch für Bücher. Du spürst tolle Geschichten auf und du hilfst, dass diese auch in Buchform erscheinen. Genau. Ja, ist das richtig? Du bist beim Adeo Verlag tätig. Genau. Und du bist Schauspielerin seit langem und auch als Dozentin und als Referentin unterwegs. Genau. Jetzt habt ihr gemeinsam ein Buch gemacht, das heißt Schön ohne Aber. Wie wir von Körperhass zu Körperliebe finden. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Buch gemeinsam gemacht habt? Also ich habe die Idee gehabt, in dem Moment, wo mir klar wurde, dass 93% aller Frauen in Europa ihren Körper nicht mögen und 85% sogar ein Wort verwenden wie hassen, ablehnen. Und da habe ich gedacht, aha, das ist wirklich ein großes Thema. Man glaubt nämlich immer, man ist die Einzige, die damit gekämpft hat. Das ist ja so witzig. Man glaubt, niemand hat das, was ich habe. Wenn ich mich in den Spiegel geschaut habe, früher, niemand hat das, dass er sich fett fühlt oder hässlich fühlt oder so. Und durch solche Statistiken bin ich aufgekommen, Moment mal, das ist ein mega Thema. Total tabu. Das müssen wir aufgreifen, weil es tut so gut, wenn man weiß, man ist nicht die Einzige, die den Weg gemacht hat. Ja, also du bist auch, warum bist du darauf angesprungen? Also es war so, dass zu dem Zeitpunkt, als Eva Maria mit dem Thema zum Verlag kam, habe ich auch noch im SDM-Verlag gearbeitet und bin dann gebeten worden von der damaligen Verlagsleitung, das mit Eva Maria zusammen herauszugeben, weil ich eben in Deutschland viele, viele Kontakte habe zu vielen Autorinnen. Und wir uns überlegt haben, dass ich da vielleicht gut Frauen ansprechen kann, die mit diesem Thema zu tun haben. Obendrein ist es einfach mein eigenes Lebensthema. Ich habe auch an einer schweren Essstörung gelitten, leide da bis heute auch immer noch wieder drunter. Und es ist ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Und ich habe eben auch wie Eva Maria festgestellt, es gibt so unendlich viele Frauen, auch ein paar Männer, aber eben doch immer noch viel mehr Frauen, die darunter leiden, dass sie ihren Körper nicht annehmen können, mit ihrem Körper nicht zurechtkommen, traurig sind und im Grunde ihr Leben verpassen. Ja, es sind ja 25 Geschichten drin, also von ganz vielen verschiedenen Frauen und auch drei Männern, glaube ich. Ja, genau. Auch schöne Fotos mit drin. Und das kam ja auch für dich war das eine Herzenssache, richtig. Für dich auch, oder? Das kam ja aus der persönlichen Geschichte. Was war dann dein Aber eigentlich in deinem Leben, oder warum hast du deinen Körper auch abgelehnt? Ja, absolut. Und ich habe halt am eigenen Leibe miterlebt, wie viel das zerstört. Ja. Also dein ganzer Lebenslauf ist von dem überschattet. Und das finde ich so, wenn man das im Rückblick sieht, dann findet man das wirklich erschütternd. Bei den Frauen, die man kennt, die das auch haben, ist es genauso erschütternd. Aber das sieht man eben leider erst im Rückblick. Während du drin steckst, ich weiß nicht, bist du so mit dem beschäftigt, dass du gar nichts merkst, was da eigentlich abläuft. Ich habe zurückgedacht, per Zufall habe ich vor kurzem so einen Brief gefunden, wenn ich vorgeschlagen wurde für eine Fernseh- oder Filmrolle, wo stand, hübsches Mädel, hübsche Frau und der Held verliebt sich in diese Rollen habe ich immer abgelehnt, weil ich gedacht habe, das glaubt sowieso keiner. Das kann mir niemand abnehmen. Das nimmt mir niemand ab. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich meine, das geht beruflich, privat, weiter, überall. Wie hast du denn Versöhnung gefunden jetzt, du mit deinem Körper? Also, kannst du jetzt sagen, dass du zu den wenigen Prozent gehörst, die zufrieden also sind? Also ehrlich oder, gesagt, hat es bei mir sehr lange gedauert. Aber es kommt ja auch darauf an, wie lange du das Problem schon hast. Ich habe es ja seit dem fünften Lebensjahr. Weil das hängt natürlich von deinem Umfeld ab. Du warst einfach nicht akzeptiert, du warst einfach nicht schön. Und damit wächst du auf. Mein Bruder war sehr schön.
Also wenn man es so lange hat, ja, wenn man es so lange hat, dann finde ich, darf man nicht verzweifeln, wenn es so lange dauert. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja alles eintrainiert von der Muttermilch an. Meine Mutter hat 43 Kilo. Von der Muttermilch an kriegst du das ja eintrainiert. Und das trainiert sich nicht so schnell ab, aber es geht. Ja, ja. Es geht. Ja. Was hattest du für Folgen? Also was hast du mit deinem, warst du auch unzufrieden? Ja, das hat natürlich, das war auch eine Ablehnung vom Körper. Ja, genau. Und es hat natürlich viele Gründe, warum man in so eine Krankheit rutschen muss, multikausal. Und ja, ich denke, das hat zum einen was mit der Familie natürlich zu tun. Ich bin sehr christlich aufgewachsen, vielleicht sehr eng. Ich liebe meine Eltern sehr und die haben viel, viel Gutes für mich getan. Deswegen fällt mir das schwer zu sagen, die sind das jetzt schuld. Das könnte ich nicht. Aber ich glaube, es war einfach ungünstig für mich. Ja. Und ich bin mit 19 krank geworden. Ich hatte erst eine ganz schwierige Magersuchtsphase und dann eine ewig lange bulimische Phase. Und ich würde tatsächlich sagen, ich bin nicht gesund. Ich habe ganz viele Therapien gemacht. Also sag mir irgendeine Therapieform, ich habe sie gemacht. Und ich bin nicht gesund geworden. Und ich fürchte, ich werde diese Krankheit bis zu meinem Lebensende mit mir tragen. Es gibt Phasen, in denen es mir gut geht. Und wo ich denke, ich habe sie überwunden, aber dann gibt es irgendeinen Auslöser, der mich dann wieder da reinführt. Mhm. Aber ich habe einfach gelernt, mit mir versöhnt zu sein, mit dieser Tatsache, dass das so ist. Mhm. Ich habe gelernt, zu mir freundlich zu sein. So. Selbstliebe. Ja, ich finde es sehr wichtig zu sagen, man ist auf dem Weg, man will sich entwickeln. Ich merke ganz viel Heilung in meinem Leben, immer mehr, an immer anderen Stellen. Aber ich glaube, so ist einfach unsere Welt. Die Dinge werden nicht komplett glücklich, in Ordnung und heil sein. Ja. Für mich ist einfach wichtig, als ich angefangen habe, in Richtung Heilung zu gehen, wusste ich in dem Moment, der Prozess ist unumkehrbar. Und das ist das Wichtige. Weißt du nicht, ob ich schon angekommen bin, sondern dass ich losgegangen bin. Ja, genau. Natürlich ist es wichtig, wenn man krasse, akute Essstörungen hat, dass man sich behandeln lässt, weil die lebensgefährlich sind. Ja? Aber in dieser inzwischen abgeschwächten Form, mit der ich leben muss, kann man überleben. Das ist nicht schön, aber was ich nur sagen will, ist, jemand, der akut krank ist, soll bitte nicht sagen, ach, ich warte jetzt mal ab. Das natürlich nicht. Was spielt der Glaube für eine Rolle? Aber hilft er auch beim sich versöhnen immer wieder irgendwie mit sich selber? Die Selbstliebe, ja? Ich denke, also bei mir war es so im Untergrund. Wenn ich nicht zu Gott gefunden hätte, dann wäre das alles nicht passiert oder könnte das nicht passieren, weil ja dann andere Stimmen so viel Kraft und Macht haben. Denk nur an deine Familie, denk nur an deine Eltern, denk an deinen Bruder. Also, dass du einfach so ausgeliefert bist, das ist ja, weil mir der Urgrund gefehlt hat. Und deshalb... Deshalb könnte ich das gar nicht ohne Gott, weil ich war einfach wie eine Marionette. Also er hat dann auch Identität gegeben. Ja, was habt ihr für konkrete Ratschläge für ein besseres Körpergefühl? Kann man da was sagen? Gibt es in diesem Buch dann auch Ratschläge? Ja, also die Ratschläge muss man vielleicht zweiseitig sehen. Zum einen werden ja Lebensgeschichten erzählt, in denen ganz viele unterschiedliche Frauen, jung, alt, gesund, krank, mit krassen Schicksalen, mit normalen Schicksalen geben. Und da kann man sich inspirieren lassen. Wie hat die das gemacht? Was hat die für ein Credo über sich, über Gott? Was hat sie gefunden? Weil wir sind ja alle so unterschiedlich und es gibt ja nicht den einen Weg. Also das ist das, was das Buch zum einen macht, also dass du dir was abgucken kannst, dass du dich inspirieren lassen kannst von anderen Lebensgeschichten. Es sind tolle Lebensgeschichten drin, ganz krasse und ganz normale, je nachdem, wo man sich selber so hinhält. Und dann gibt es, was ich ganz toll finde, hat Eva Maria eine wunderschöne Einleitung geschrieben und hat eben auch, in diesem Buch gibt es immer so kleine Einsprengsel von, ich sag mal, so Tipps, die sie gibt und Briefe, die man an sich selber schreiben kann und
was ich toll finde und woran ich auch selber sehr glaube, ist, dass sie geht ganz stark von der aktuellen Hirnforschung aus. Man muss das Buch lesen, ich sage das nur mal so verkürzt, dass es möglich ist, alte Denkmuster und alte Glaubenssätze, die schädlich sind, dass du die überschreiben kannst. Ja, also das ist erstmal, finde ich, total erleichternd, ja, dass du nicht, dass dieses Buch sagt dir, du bist nicht ausgeliefert, du kannst dich verändern. Es ist natürlich auch so, wie Eva Maria das vorhin gesagt hat, je nachdem, wie lange die Krankheit dich in ihren Klauen hat, desto länger brauchst du zur Umprogrammierung, das ist eben so. Und, aber so wie sie es erzählt, macht es erstmal Hoffnung und die Tipps, die sie gibt, die sind so super und die sind vor allen Dingen total einfach. Ja. Und das finde ich so schön. Du musst jetzt nicht 7 Jahre Psychoanalyse machen, bevor sich irgendwas bewegt, sondern du kannst jetzt anfangen mit dem Überschreiben von falschen Glaubenssätzen. Ja. Und ich denke, das ist die tolle Botschaft, die sie hat für uns. Und die ich auch selber anwende im Übrigen. Ja, genau. Ja. Du nennst dich auch Feministin. Was bedeutet das jetzt so im christlichen Kontext? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Wort. Für mich bedeutet Feminismus generell, dass man sich einsetzt für Menschen, die unterdrückt sind. Da ich eine Frau bin, liegt es nahe, sich mit Frauen zu beschäftigen, die ja ganz oft unterdrückt sind auf dieser Welt, aber auch in Europa, in unseren Ländern, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, das ist schon so. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dieses Buch erzählt Einzelschicksale. Ja. Die sind auch wichtig. Es ist auch wichtig, dass jede Frau zu sich guckt, wie lebe ich, was gab es vielleicht für Auslöser, was gibt es für Umstände, was kann ich besser gestalten, günstiger machen. Aber es ist eben auch so, dass wir auf einer Metaebene das angucken müssen. Da muss man feststellen, es gibt strukturelle Frauenfeindlichkeit. Und die macht einfach, dass du dich als Frau nicht wohlfühlst. Ja. Es ist, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Man guckt sich einfach um und sieht mal, was die Werbung für Bilder produziert. Ja. Oder Instagram, was die jungen Leute davon sich zeigen. Ja. Nichts ist echt. Ja. Niemand kann im wahren Leben so aussehen. Ja. Ja? Und das meine ich mit struktureller Frauenfreundlichkeit. Die wird ausgekippt über alles. Du sollst einem Bild entsprechen, was nicht erreichbar ist. Und so hält man Frauen klein und so verhindert man, dass Frauen in ihren wahren Glanz kommen. Ja. Ja. Und du hattest das in unserem Vorgespräch gesagt. Ich glaube nicht, dass Jesus das wollte, dass wir Frauen nicht in unseren wahren Glanz kommen und dass nicht alles, das richtig, dass alles, was er in uns gelebt hat, nicht in diese Welt kommt, an Liebe, an Heilung, an Kreativität. Ja, das ist für mich Feminismus. Ja, das ist schön. Und noch ganz kurz, was deine Hoffnung ist für Frauen oder deine Vision? Nachdem ich selber so lange gekämpft habe, ich würde mir so wünschen, wie die Annette gesagt hat, dass wir zu dem Leben finden, mit unseren Gaben, mit unseren Talenten. Das ist so unabhängig von dem, ob mich jemand schön findet oder nicht. Ist okay, ist schön, wenn mich jemand schön findet, aber verstehst du? Es geht um mehr. Es geht um mehr und dass ich wirklich in das Leben einsteigen kann mit einem Selbstbewusstsein, das ich ja auch brauche, damit ich das präsentieren kann. Ja. Also das ist, glaube ich, mein ganz großes Anliegen. Ja. Schön. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich könnte noch viel länger mit euch schwätzen. Genau.